Guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag, der 28. August um 9.27 Uhr. Ich mache mich gleich auf dem Weg ins Büro. Schön, es war versprochen. Und werde heute so lange dort bleiben, bis ich all meine Aufgaben, die ich unbedingt diese Woche erledigen muss, geschafft habe. Also ich weiß nicht, ob ich das in meinen geplanten 4 Stunden hinbekomme oder ob es dann doch eher 6 werden. Wir werden es sehen. Es steht heute auch nichts weiter an. Keine Verabredung, nichts. Das heißt, ich werde zwar nach der Arbeit noch ein bisschen freiberuflichen Kram machen, aber sonst ist der Abend noch frei. Ich muss mal gucken, ob ich heute nach Potsdam fahren werde, den Sebastian besuchen. Der hatte ja am Mittwoch eine Kiefer-OP. Wir hatten überlegt, ob ich morgen, am Donnerstag schon vorbeikomme. Da ging es ihm aber nicht sonderlich gut und jetzt gucken wir mal, was er heute schreibt. Dann würde ich nämlich heute nach Potsdam fahren. Oder vielleicht auch morgen Vormittag mal gucken, wie sich das so ergibt. Also. Ansonsten zum gestrigen Tag, der war sehr lang. Der Film Kill the Messenger war ganz gut, aber nicht sehr. Also die Spannungskurve war relativ gleichbleibend. Also es hat sich nicht irgendwie in irgendwas aufgebauscht. Was aber auch das an ja, wahren Begebenheiten orientiert war, der Familie gegenüber wahrscheinlich auch sehr fair war, dass man das ein bisschen ruhiger gefahren hat. Das Essen im Red Berlin war sehr gut. Also Julia und ich hatten leckeres Essen und der Service war ganz nett und es ist halt um die Ecke und preislich ist es auch echt völlig entspannt. Von daher werde ich da wahrscheinlich das ein oder andere Mal in nächster Zeit hingehen und auch nochmal ein paar andere Sachen ausprobieren. Ja, ist im alten FAB-Gebäude. Vielleicht kennt es noch jemand von euch. Fernsehen aus Berlin. Ende der 90er haben die geschlossen und das Gebäude stand auch eine ganze Weile leer. Jetzt steht da irgendwie ein anderes Schild an der Tür, ein Institut für, keine Ahnung, interkulturelle Kommunikation, was auch immer, ist dort verankert und die haben jetzt da ein Restaurant reingemacht, was sehr lecker war. Das Treffen mit Andreas, dem ehemaligen Arbeitskollegen, war auch ganz gut. Wir waren ja bei Wonderpots, 2 Stunden haben wir da gesessen und gequatscht, vor 15 Jahren zusammengearbeitet und jetzt mal wieder getroffen und es war ganz lustig zu hören, was er so gemacht hat in den letzten Jahren und ich habe ihm auch ein bisschen erzählt, was ich so gemacht habe. Und das war ganz angenehm. Das Wetter war relativ gut, nicht so wie heute. Heute wären es ja irgendwie maximal 20 Grad. Das ist grau und grau und hier und da wird es vielleicht auch mal regnen. Von daher bin ich froh, dass ich heute keine weiteren Strecken zurücklegen werde. Also ich werde ja gleich mit dem Rad ins Büro fahren und dann irgendwann heute Nachmittagabend zurück. Und dann kicken wir einfach mal. Morgen wird es wärmer. Am Sonntag werden es, glaube ich, 34 Grad. Also da bäumt sich der Sommer nochmal auf, bevor es dann in den Herbst übergeht. Gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich werde mich jetzt mal um meine digitalen Pferde kümmern und dann ja, ins Büro gehen und meine To-Do-Liste abarbeiten. Ich wünsche euch, wie gesagt, was und ich werde versuchen, möglichst früh ins Wochenende zu starten. Mal schauen, ob es mir gelingt. Also dann, ich melde mich morgen wieder bei euch. Bis dann, ciao.